Und hallo zurück bei Minimetro, Teil 5 der Serie jetzt. Ich habe mich ein wenig verbessert, ich bin noch ein bisschen sicherer im Spiel geworden. Habe jetzt zwar wieder verloren, aber letzten Endes läuft es bei diesem Spiel immer darauf hinaus. Off-Camera habe ich ein Spiel gespielt in Melbourne, eine Karte, die ich freigelegt hatte, dadurch, dass ich Berlin gespielt hatte, einigermaßen erfolgreich. Hongkong ist jetzt auch noch dazugekommen. Ich würde sagen, da es in Melbourne gerade ganz gut geklappt hatte, werde ich da dann einfach nochmal spielen. Ihr seht, da habe ich eine Bestleistung von 982 beförderten Passagieren. Und da hat das alles schon ein bisschen besser geklappt als auf den anderen Karten. Moment, 640 und hier 676 Passagiere. Wie gesagt, hier waren es fast 1000 und ich habe das am Stück 16 Minuten durchgehalten. Das ist im Prinzip schon ganz gut. Und deswegen werde ich es hier jetzt auch nochmal spielen und bei der Gelegenheit vielleicht ein paar Geheimnisse preisgeben, auf die ich da dann gestoßen bin. Also neues Spiel und neues Glück. Wir starten wie immer erstmal mit drei Linien und ich würde vorschlagen, wir verbinden erstmal diese drei Punkte miteinander. Was ich vielleicht direkt sagen kann, ist, dass mir aufgefallen ist, es hat schon durchaus einen Sinn, kreisförmige Linien zu bilden, weil dann eben immer verschiedenartige Bahnhöfe immer angefahren werden. Da man eben auch die Richtung, in die die Loks dann unterwegs sind, eben beeinflussen kann und sagen kann, okay, auf diesem Ring fahrt ihr Loks gegen den Uhrzeigersinn und ihr anderen Loks mit dem Uhrzeigersinn. Und das ergibt doch ziemlich Sinn, wenn man dann eben eine kreisförmige Linie anlegt, die Loks in verschiedene Richtungen fahren lässt, dann kann man dann eben schon relativ schnell feststellen, okay, die Passagiere werden etwas flüssiger tatsächlich mitgenommen. Und deswegen werde ich das dann hier jetzt in diesem Spiel auch einfach mal so machen. Im Moment etwas komische Linienführungen hier noch, allerdings, wie gesagt, also ich habe ja noch zwei andere Linien zur Verfügung, im Prinzip, ich habe ja auch noch zwei Loks. Lustigerweise, ist das offenbar der Realität auch ein wenig angepasst, dieses Spiel, denn wir sind hier in Melbourne und in Melbourne scheint es keine U-Bahn zu geben, denn hier bauen wir Straßenbahnen und keine U-Bahnen. So, das ist jetzt der erste Moment, wo ich vielleicht mal darüber nachdenken sollte, eine zweite Linie dazu zu bauen. So, ja genau, wenn jetzt hier unten zum Beispiel noch ein Bahnhof dazu käme, dann wäre das für mich jetzt der Moment zu sagen, okay, die grüne Linie können wir im Prinzip auch im Kreis führen lassen. Und dann würde ich da vielleicht einfach noch eine zweite Lok draufsetzen. Jetzt kommt da oben einer hin, das kommt mir gar nicht mal so gelegen. Aber unter Umständen kann ich dann ja auch einfach die orange Linienführung jetzt in einen Kreis überführen. Zum Beispiel so. Genau. Und dann tuckert hier die eine Bahn und ich setze mal noch eine zweite Lok einfach in entgegengesetzte Richtung. Dann haben wir hier ein paar Schnittstellen mit der grünen Linie und ich denke, es werden dann alle abgeholt werden. Genau, das ist dann so der Moment, wo ich dann eben sagen würde, okay, grüne Linie, du bist ab jetzt dann eben kreisförmig. Allerdings, apropos kreisförmig, also wir haben hier jetzt einige kreisförmige Bahnhöfe hintereinander. Ich habe das beim letzten Mal schon so ein bisschen, oder in einer der letzten Episoden, so ein bisschen angesprochen, dass es nicht ganz ideal ist, viele Bahnhöfe derselben Form hintereinander zu haben. Es liegt einfach daran, dass Passagiere, die an kreisförmigen Bahnhöfen stehen, nicht zu anderen kreisförmigen Bahnhöfen fahren wollen. Hier werden keine Passagiere auftauchen, die jetzt zu einem Kreisbahnhof wollen. Erscheint mir das gerade sinnvoll. Ja, kann man machen. So, dritte Linie auch direkt verbraten. Also wenn ich hier jetzt zwei kreisförmige Linien habe, die so ein paar Überschneidungen haben, dann kann ich da im Moment relativ
beruhigt sein, dass da dann die meisten Leute eben auch schon abgeholt werden. Ja, und dann kann man eben auch anfangen, wenn dann noch mehr Linien dazukommen, dann eben ein bisschen gerade Linien oder ja, sozusagen einspurige Linien da durchführen zu lassen. Ja, jetzt die wichtige Wahl zwischen neuer Linie und neuem Waggon. Ich denke mal, da jetzt erstmal, ja, da jetzt erstmal noch mehr Passagiere dazukommen werden. Man sieht's, hier ist der eine Wagen eben schon voll besetzt. So, da werde ich mal gerade auf Pause schalten. Da jetzt mehr Passagiere dazukommen, werde ich einfach mal der orangen Linie hier noch einen zusätzlichen Waggon geben. Zumal hier eben dieses neue Symbol, dieser Football oder was das dann ist, dazugekommen ist. Kann im Prinzip nicht schaden, wenn wir den mit zwei Linien anbinden, weil die Leute sonst umsteigen müssen, wenn sie meinetwegen auf der dunkelgrünen Linie unterwegs sind und da dann nicht direkt hinfahren können, dann müssten sie halt erst auf die orange Linie umsteigen. Und ja, so kommt es da dann doch eher zu Verzerrungen, wenn diese besonderen Formen, die nicht so häufig vorkommen, dann von mehreren Linien angefahren werden. Aber doch, alles ganz erfreulich. Noch relativ entspannt. Wir sind bei knapp 300 beförderten Passagieren. Also hektisch wird es gleich wahrscheinlich dann wieder etwas mehr. Versorgungslage ist aber im Prinzip gegeben. Gleich ist auch wieder Sonntag und dann sollte ich irgendwie neue Beförderungsmöglichkeiten dazu bekommen. Nein, also das bringt es voll, dass hier eben zum Beispiel die verschiedenen Bahnen in unterschiedliche Richtungen fahren. Das bringt dann schon wirklich einen ganz guten Vorteil. Man sollte jetzt nicht jede seine Linien zu einer Ringlinie machen, wie wir es hier haben, mit der orangenen und der hellgrünen. Das, glaube ich, kann sich rächen. Wenn man dann so. Naja, das ist eigentlich nicht so geil. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Ich führe meinen Gedanken gleich zu Ende. Ach nee, komm. Das ist gar keine so gute Idee. Füge ich das hier an, kriege eine Straßenbahn dazu. Brauche ich eine Linie? Nein, ich brauche neue Brücken. Das wäre ganz hervorragend, wenn ich welche bekäme. Und dann schlage ich vor, dass ich auch einfach diese Linie zu einer Kreislinie mache. Wir haben hier jetzt noch im ganzen Osten und im ganzen Süden haben wir relativ wenig los. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da dann hinterher das dicke Ende kommt. Aber bis dahin haben wir eben hoffentlich auch neue Linien. So, gut, dann wollen wir noch mal gucken auf der hellgrünen Linie. Da ist gerade eine Menge los. Gut, da gibt es schon zwei Loks. Wo kann ich denn gerade noch eine Lok gescheit einsetzen? Auf der orangen haben wir zwei Loks. Wir könnten auf der pinken Linie gerade vielleicht noch eine hinsetzen. Letzten Endes, ich habe immer das Gefühl, dass in den Außenbezirken hier immer ein bisschen weniger los ist, passagiermäßig, als tatsächlich im Zentrum. Insofern ist das so ein bisschen näher an die Realität gesetzt. Ja, deswegen, wenn man jetzt so eine Linie hat, die eben nur die Außenbezirke abdeckt, dann braucht man da nicht unbedingt direkt eine zweite Lok, auch wenn die Linie vielleicht etwas länger ist. So, wie binde ich dich jetzt an? Der hellgrüne Ring ist im Prinzip noch belastbar. Okay, neue Form, Fünfeck. Ist natürlich auch immer schön, wenn man dann meinetwegen von hier ganz unten rechts dann hier in die Mitte will oder nach links. Aber gut, umsteigende Gäste, mit denen haben wir keine Probleme, bloß lange wartende Gäste, damit haben wir Probleme. So. Und der da oben stört mich natürlich auch mal wieder.
Ja, ich würde sagen, bevor wir hier diese Woche beenden, ne, ist ja schon wieder Freitag, werde ich an dieser Stelle einfach mal die nächste Folge einläuten und ja, also dazu sehen wir hoffentlich uns wieder. Wenn es wieder heißt Mini-Metro mit Jakob. Bis dahin.